Ja, Baufritz feiert dieses Jahr 120-jähriges Jubiläum. Eine ganz tolle Geschichte nach so viel Tradition, so viel Innovation. Und wir freuen uns heute, ich glaube, es sind so 5.000, 6.000, 7.000 Besucher hier auf dem Gelände. Wir freuen uns für so ein grandioses Interesse an unserem Jubiläumstag mit gleichzeitiger Eröffnung des Designerhauses von Alfredo Heberli, einem internationalen Designer aus der Schweiz, der mit uns das Haus, das Sie hinter mir sehen, entworfen hat. Und mit ganz, ganz vielen, es sind annähernd 600 Designideen in diesem Haus zu begutachten und zu entdecken. Wir zeigen jetzt praktisch, wie schlecht unsere Späne brennen. Die Efi geht jetzt mit dem Bunsenbrenner über die Späne und dann wird man sehen, es entstehen ganz kleine Flammen, die gleich wieder ausgehen, es wird schwarz, aber das Ganze brennt nicht weiter. Also man kann da wirklich beruhigt drüber gehen, das Holz bildet eine kleine Kohleschicht, die praktisch das Weiterbrennen verhindert. Und da sieht man eben ganz gut, dass unsere Späne, also unsere Spänedämmung, unsere Holzdämmung nicht brennt. Ja, speziell für unsere jüngeren Besucher, also auch Kinder, ja, haben wir auch was ganz Besonderes, einen Erlebnispfad. Da können Sie Punkte sammeln und müssen auf Brücken laufen, balancieren und erlernen auch hier, wie man nachhaltig mit der Natur baut, weil letztendlich geht es ja uns auch um die Generationen, die nach uns folgen werden und die im Sinne des nachhaltigen Klimaschutzes diese Erde so erhalten, wie wir sie kennengelernt haben und auf der wir jetzt noch so schön leben können. Hier geht es um die Hochfrequenzstrahlung. Die Hochfrequenzstrahlung heutzutage nimmt immer mehr zu. Das heißt, bedingt durch Handynetze, durch Radarstrahlung und so weiter. In unseren Häusern ist mittlerweile standardmäßig seit 19 Jahren eine Abschirmung verbaut und das demonstrieren wir hier. Wir haben hier einen kleinen Versuch aufgebaut. Hier ist eine Sendeeinheit und hier haben wir einen Empfänger. Dieser Empfänger letztendlich nimmt jetzt diese Strahlung auf und das können wir auch hörbar machen. Man hört jetzt diesen Ton und diese Strahlung wird durch ein normales Haus letztendlich abgedämpft schon, aber nur minimal. Man hört jetzt kaum einen Unterschied. Und wenn man jetzt das Haus benutzt, wo unsere Abstrahlung drin ist, dann geht dieser Ton praktisch, ja, der ist praktisch weg, weil die Messung eigentlich nicht mehr stattfindet. Also der Empfangsbereich geht gegen Null. Wir beginnen hier symbolisch mit einem ganz, ganz großen Klimaschutzwald für Mexiko. In Mexiko wachsen die Bäume 4 bis 6 Mal schneller wie hier. Deshalb lassen wir dort die Bäume wachsen. Und hier haben wir ganz viele aktive Besucher, kleine und große, die hier schon mitmachen, die ersten Klimaschutzbäume für den Baufritz Klimaschutzwald in Mexiko zu pflanzen. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu unserem kleinen Schlussakkord, den wir heute setzen wollen. Wir haben die letzten 2 Tage von allen Besuchern, von allen Mitarbeitern Wünsche zusammengesammelt für die nächsten 120 Jahre. Und diese Wünsche sind jetzt hier in unserem kleinen Samenkörnchen, das wir ins große Samenkorn gerne reingeben wollen. Und wir hoffen natürlich in 120 Jahren, dass unsere künftigen Generationen dann in 120 Jahren dieses Samenkorn mal aufmachen und schauen, wie viele unserer Wünsche dann in Erfüllung gegangen sind.